Moin und herzlich willkommen zur Minecraft-WG mit dabei, die Julia. Hallo. Der Brother. Ein wunderschön. Und die Ria. Ja. Musstest du jetzt nachdenken, wie ich heiße? Oder was? Nein, ich musste gerade nachdenken, wen ich als erstes genannt habe. Ich bin immer noch gerade in der Einstellung. Kack! Punkt, Punkt, Punkt. Oh. Kack Internet. Ja, Internetanbieter wohl eher, aber. Auch bei mir backen Blöcke rum. Du backst Blöcke. Backe Kuchen. Ich hab einen Kürbis von unten. Der Bäcker hat gerufen. Ich kann diese Blöcke nicht. Was hast du denn? Wir haben doch noch eine Schippe hier rumliegen. Die ist fast kaputt. Nee, die ist heile. Das ist eine Bronzeschaufel. Ach, die? Die war ihm anscheinend nicht gut genug. Rather Moon left the game. Richtig. Aus der. Das war aber Absicht, weil die Blöcke rumgepackt haben. Adam und Joint the Game. Ja, richtig. Das war Absicht, weil die Blöcke jetzt nicht mehr rumbacken. Welcome back, Brother. Wo bist denn du, Brother? Im Keller, wo sonst? Im Keller? Oh mein Gott, eine Babykuh! Zwei Babykühe! Ich bring dir eine Schaufel mit, hier, guck mal. Ich hab ja eine gecraftet. Ja, ich weiß. Ich war schon gucken. Wir haben jetzt Babykühe. Ja, aber er sagt nichts, der sagt. Und die sind schon wieder schwanger. Trächtig, genau. Die ollen Popmüppel. Die haben nichts anderes zu tun, du. Ja, Käfig ist nicht so groß, also muss man sich da beschäftigen, ne? Wow. Das haben wir ab. Reichen 2,5 Stacks Schnee erstmal? Erstmal ja. Hast du sie schon zusammengecraftet? Die habe ich schon zusammengecraftet, natürlich. So. Also von meinen 30 Regalen habe ich jetzt noch zwei übrig. Das heißt, wir haben jetzt einen Keller mit 28 Regalen. Der eigentlich funktionieren sollte. Mach mal Tür zu jetzt hier. Mach mal von außen. Das mal auf. Ich war nicht drin, du hast es auch aufgelassen. Mach mal bitte von außen die Tür zu. Ich hab da gerade Holz geschmissen. It is freezing here! It is freezing here! It is freezing here! Sammel ich die Scheiße wieder auf, ey. Es ist freezing da. Ja. Was macht denn die da? Das ist cool, dann kommt da hinten das Gemüse rein, sagst du? Oh, ich bin so dumm, jetzt soll ich die schon rausnehmen, jetzt weiß ich nicht, machen, ob ich hier noch rein müssen. Ach, kacke. Warum machst du nicht direkt Bretter unten raus? Ich brauch die jetzt hier unten auch nicht. Weil ich keinen Inventarplatz habe, absolut keinen. Jetzt ist meine Säge kaputt gegangen. Säge, Julia? Ja? Sägen. Nein. Da im Regal kann sind ich vier Stück, fünf Stück, sechs Stück, sieben, drei, oha, vier, fünf, sechs. Oha, Maria hat's dir gesagt. Die eine ist schon mal sechs, du Stück. Wow. Die eine ist gleich kaputt. Ja, komm, da hängen so viele drin. Irgendwann wird schon taugen. Ja. Blub, 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 blub. Warum nicht? Das muss. Ich brauche eine Kiste für meine Kellerblöcke. Warte mal, ist der Hammer kaputt? Der Hammer ist kaputt. Das ist ja der Hammer. Der Hammer ist kaputt. Der Hammer ist kaputt. Das ist ja der Hammer. Der Hammer ist kaputt. Haben wir noch? Der Hammer ist kaputt. Du weißt schon, wie hoch. Ja. Hier, diese Kiste wird jetzt meine Zellerkiste. Mach dir ein Schild und gut ist. Ich sehe deine Kiste gerade nicht, weil ich bin beschäftigt. Geht der? Ich weiß nicht, ob der geht. Werden wir gleich feststellen. Nee, geht nicht. Der Ruf. Hast du jetzt mein Messer eingesammelt? Nein. Ah, ich hab's selber eingesammelt. Gut. Obwohl ich mich nicht bewegt habe. Ich hab's hingeschmissen. Warum ist eigentlich hier schon wieder die Tür offen? Wollen wir schlafen? Gute Nacht! Sekunde! Gute Nacht! Gute Nacht! Ratzepü, ratzepü! Guck mal, sind also keine 30, sondern nur 28 drin, das ist doch in Ordnung, oder? Ja, reicht gerade so. Als ob. Also hier in diesem Krug sind fast die ganzen Dinger schon vergammelt.
Echt? Ja. Ah, hier ist auch Gammelige, ist kein Problem. Da rather ist's as ho. Ich brauch Wasser. Ich bin so lahm, ich brauch Wasser. Ich verdurst. Gesundheit. Geht's euch gut? Ja, doch. Eigentlich geht's uns relativ gut, ja. Okay. Das ist normal zu spannend. Wollt nur sicher gehen. Wie war doch mal das Zusammencraften? U, oder? Shift U? S. S. U war Schimmel wegschneiden, ne? War das, nee, war das auch D, oder? Ach, weiß so. Ich nicht mehr. Hallo. Ups. Die Pflaumen sind reif, die Pflaumen sind reif. Di-di-di-di-di-di-di. Pflaumen, Pflaumen. Da-di-da-da-da. Da-di-da-di-da-da-da-di-da-da-da-da. Hatten wir jetzt noch einen Keller frei? Du willst ja hinten das Gemüse hin tun, ne? Wir haben noch zwei Keller frei. Drei. Zwei. Aber ist auch Schnee drin? Ja, ist überall Schnee drin. Ich habe das aufgeteilt, was wir da hatten. Okay. Natürlich ganz hinten ein bisschen mehr als vorne in denen, aber... Was war Shift-U? Shift-U? Shift-U war es nicht. Nur U? Steuerung U? Scheiße. Wie war denn das jetzt mit dem Zusammencraften? Schon wieder vergessen. Na, S. Ach, Shift-S. Ah ja. Cool. Oh, jetzt ist das wieder nicht heiß genug geworden. Irgendwie macht mir das heute alles etwas Angst. Sollte es auch. Es dauert überhaupt nicht lange, so einen ganzen Baum abzuernten, ne? Nee, das geht ganz schnell. Vor allem komme ich an die oben gar nicht dran. Deswegen hat er auch da in seinem Video solche Dinger gebaut, damit man oben auch gut drankommt. Genau. Mampf. So, ab auf die Felder, die Ernte reinholen. Das brauche ich nicht, das auch nicht. Wobei doch, das brauche ich wohl. Das aber nicht. Perfekt, haben wir das auch. Das ist sehr heiß, das nicht. Dann 6, 7, 8. Perfekt, hab genauso viel, wie ich brauche. Ja, wunderbar. Ja, das ist ja quasi faszinierend. Da. Och, wir haben kein Stöckchen mehr. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, rat mal, wer sie alle hatte. Ihr habt doch nicht mehr alle. Ach, man fällt ja durch die Scheißbaum durch. Das kann ich ja gar nicht so machen, wie ich das vorhatte. Scheiße. Boah, das geht mir jetzt auf die Nerven. Dass die unterschiedliche Bäume sind. So. Problem auch erledigt. Jetzt muss da schweißbar werden. Ja, ist es zwar schon, aber darf ruhig noch ein bisschen heiß werden. Komm, werd noch heißer. Go, 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 go. Anfeuern, anfeuern. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Na, also. Go, go, Gadgetto, heißer. Was? Ja, muss den anfeuern. Heißer, heißer. Heißer, heißer. Heißer, scheiße. Heißer, beißer, was? So, jetzt machen wir die beiden so. Noch warm. Dann, wenn man die zusammen schweißt, kann man das dann dazu packen. Das heißt, wenn ich das jetzt abkühle, ganz schnell und sofort wieder rein. Weißt du, ich soll es wieder mitnehmen. Wieder reinschmeiße. Reinscheiße. Was?
Pass auf, zurzeit nenne ich meine ganzen Guild Wars Charaktere total dämlich. Die heißen alle total dämlich. Ich hab jetzt eine Isolde Maduschen. Isolde Maduschen, okay. Und eine Jana Türlich. Ja, die soll mal duschen. Oder wie? Genau. Ja, die heißt Isolde und mit Nachnamen Maduschen. Maduschen! Maduschen. Ja. Nee, mir sind meine Charakternamen sehr wichtig. Die gucken komischer Name hin. Isolde Maduschen ist kein komischer Name, das ist ein Top-Name. Das gehört so. Das muss so sein. Manchmal muss man sich auch mal einen Spaß erlauben. Ja, ich weiß. Wir haben mal uns auf einem anderen Server von dem Spiel, das es auch schon nicht mehr gibt, haben uns auf einem anderen Server Charaktere vom A-Team gebaut. Nice. Da konntest du ja doch ziemlich viel machen mit Aussehen verändern und so. Das war dann schon sehr lustig. Wir haben uns dann auch so genannt. Ja. Das waren halt Fun-Charaktere auf einem anderen Server, da war es wurscht. Ja, eben. Mal schon mal machen. Müssen? Warte, das Dunkelrot 3, Schwachrot, Hellrot, Dunkelrot. Die beiden. Die müssten wir jetzt zusammenpacken können. Nein, kann ich nicht. Ist zu schnell abgekühlt. Schnell, zu langsam, es wird anstrengend. Ja, es ist auch anstrengend. Deswegen warte ich immer, bis die Warnmeldung anzeigt, dass es jetzt zu heiß ist. Dann habe ich wenigstens lange Zeit. So, aber jetzt müsste es reichen. Perfekt. Oh nein. Was oh nein. Du hast jetzt nicht einfach eine Pflaume geklaut, oder? Lache. Jetzt ist toll. Das andere. Mir fehlt eine Pflaume, damit ich den Stack vollständig habe. Toll. Die liegt da noch. Da liegt noch eine. Ich hab dir da noch eine hingeschmissen. Ja, genau da. Nee, mir fehlt ein bisschen mehr noch als das. Schade. Ich hab einen ganzen Stack Pflaume geschmissen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, fast 7 Stacks Pflaumen. Das alleine reicht, um über den Winter zu kommen. Und da wachsen schon wieder welche nach, wie ich sehe, hinten am Baum. Kacke. Du musst mal... Wenn ich jetzt das Kartoffelfeld fertig habe, musst du mal einfach unten reingucken gehen. Lieber nicht. Ich glaub, die nächsten Jahre brauchen wir uns nicht mehr um Essen kümmern. Das haben wir jetzt abgehakt, das Thema. Für immer. Ja, wahrscheinlich. So, Pflaumen. Die Frage ist nur, ob der Platz da unten reicht. Aber da schauen wir mal, ne? Wir haben noch Zeit. Ich gehe davon aus, dass der Platz da unten reicht. Also, das ist eine Menge, was da im Regal rein kann. Wenn ich dir sage, dass davon schon die Hälfte fast voll ist. Dann gehe ich gucken. Ich bin quasi in den letzten Zügen. Ja, ja, ich sag dir Bescheid, wenn das Kartoffelfeld fertig ist, wie viel Platz wir da noch haben in der Einkammer. Ja, aber du hast noch nicht die hintere Kammer gefüllt, da ist ja noch nichts drin, oder? In der hinteren Kammer doch, da bin ich ja dabei. Hä, wo hast du denn hier was reingefüllt? Ich sehe nichts, in welchem Regal denn? Die vorne, links. Vorne, links. Ah, da. Oben ist voll. Unten ist voll. Ja, danach, ja gut, da ist aber noch eine Menge Platz, du. Noch? Ja. Noch trifft es ganz gut. Ich glaube, unser Keller ist auch groß genug, dass wir hier, wenn der wirklich ganz voll ist, brauchen wir bis zum Ende dieses Projektes nie wieder irgendwas Lebensmittelmäßiges machen. Bei einigen ich weniger, glaube, das stimmt, abhält. Ja. Was ist mit dem Winter? Der Winter macht uns nichts mehr. Ich habe gesagt, das ist eine Sache, die uns weniger aufhält. Du musst das aber nicht eins vergessen, wir haben auch riesige Felder und alles und Plantagen, dass wir eigentlich genug Lebensmittel haben müssen. Ja, ja, natürlich. Dann, in der Theorie reicht das noch für 200 Gäste. Ja. Muss ich jetzt dann an so einen dämlichen Schuh packen oder was? Okay. Oh, hier ist ja noch ein Pflaumenbaum, den habe ich ja ganz übersehen. Verdammt. Hätte ich vielleicht vorher gucken können. Egal, passt. Braucht man nicht. Ich hätte auch mal vorher noch einen Pflaumenbaum können. Das hätte ich auch machen müssen. Braucht man nicht. Die Frage ist halt, wie lange reicht denn so cool kommt in der Schnee, bis es dann irgendwann mal
Ja, wir müssen halt gucken, dass wir, wenn Winter ist, Schnee auf Vorrat farmen. Wir können ja immer Schnee holen, das ist ja nicht das Problem. Ja gut, kommt drauf an, wenn wir nicht in dem Biom unterwegs sind, dann bleibt der Schnee ja eh da, von daher. Ne, aber da hinten ist ja eh Schneebiom, der bleibt ja eh mal liegen. Wo das Luftschloss ist. Das ist nur ein Port weit weg. Hat der nicht angefangen langsam wegzutauen? Ich das dann auf das Ding draufpacken oder was mit dem? Ich pack mal die Beeren zu dem Obst, ne? Ist ja auch irgendwie Obst. Ja, Bloomery Structure, da kenne ich mich nicht aus. Auf alle Fälle, wir haben das Teil jetzt, was man für die Bloomery braucht, aber wie man eine Bloomery baut und so weiter, da kenne ich mich nicht aus. Also wenn das von euch wer weiß, gerne. Können wir schlafen? Ja. Können wir, ja. Ich glaube, keiner weiß, wie es in die Bloomery geht. Okay. Ich liege mitten auf dem Feld. Ich liege mitten vorm Keller. Tschüss. Ja, tschüss, genau. Tschüss. Nächstes Mal, ciao. Tschüss.